Trainer, Manager etc. Und in der Mitte dann Fotografen, Journalisten, dann werden halt Interviews gemacht, Fotos gemacht. Und natürlich auf den Bildern sind natürlich auch die Sponsoren alle zu sehen. Aber das ist ja auch das gute Recht, die zahlen ja auch ein paar Euro dafür. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn der DFB hier ist oder Champions League. Damit er das eigene Stadion so ein bisschen verkleidet, sodass man es kaum selber wiedererkennt. Ja, also die Werbetafeln.